So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Ja, das letzte Mal sind wir hier im Küstenland angekommen, ne, wisst ihr Bescheid? Und wir haben schon drei Monde geholt. Ich glaube, den da oben haben wir auch geholt, ne? Da passt ja alles. Ja, und hier ist schon wieder die nächste Hinweiskunst. Da steht Keep, wenn ihr es nicht erkennen könnt. Fotografiere ich mir auch. Und die Hinweiskunst, die ist schon brutal. Wenn ich nicht wüsste, wo die ist, würde ich mir jetzt denken, was soll Keep heißen? Aber ich weiß, wo die ist. Und die ist im Cityland. Hinweiskunst werden wir aber wie immer erst nach der Welt holen. Also wenn wir diese Welt vorläufig abschließen, dann werden wir die Hinweiskunst holen und dann geht's ab in die nächste Welt. So, hier übrigens ein kleines Super Mario 64 Easter Egg. Da gab es nämlich im dritten Kurs, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber im dritten Kurs, das war ein Unterwasserkurs, da gab es eine Höhle mit vier Truhen und die Truhen musste man auch in derselben Kombination öffnen, um ja damals einen Stern zu bekommen. Oh, wie hieß denn der Kurs nochmal? Es war der dritte Kurs, das weiß ich. Aber wie hieß der? Boah, ich muss endlich mal wieder Mario 64 spielen, beziehungsweise Mario 64 DS. Das Original habe ich ja nicht, aber den DS-Teil. Ne, wisst ihr Bescheid. Den DS-Teil habe ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit Let's Played. Ja, könnt ihr euch mal anschauen, ne? So, hier sind Goombas, die schnapp ich mir mal. Mit schönen Piratenhüten. Ist ganz lustig. So, komm mal her. Oh, warte, und da sind auch noch lilane Muscheln. So, ja, komm her. Komm her, mein lieber Goomba. Da vorne ist auch noch einer. Dann sind... Ah, was mache ich denn? Dann sind wir zu viert. Da ist noch ein Fünfter. Ah, Mist. Ey, nee, ich bin an Goombas gestorben. Ja gut, aber ich war ein bisschen unvorsichtig. Ist meine Schuld. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Aber da vorne sind sie ja schon wieder. So, und jetzt passe ich ein bisschen besser auf. So. Komm her. Du auch, mein Freund. Und der fünfte Goomba hier hinten. So, hier nehme ich mir meine Münzen wieder mit. Und den Checkpoint auch. Rollfelsschlucht heißt das Ganze hier. Alles klar. Dann schauen wir uns die Rollfelsschlucht mal an. Und ich glaube, ich weiß, warum die Rollfelsschlucht Rollfelsschlucht heißt. Hier rollen ziemlich viele Felsen mit Stacheln. Und da ist Gumbett. Hey, Gumbett. Bist du wieder verliebt in uns? Prima. Danke für den Mond. Und dass sie niemanden zum Lieben hat, töte ich ihre Gumbas, ihre Freunde, wie auch immer. Romanze am Strand. So. Hier sind noch ein paar Blöcke. Ja, prima, ein Herz. Man kriegt schon ziemlich viele Herzen in Odyssey, habe ich das Gefühl. Aber gut, das Spiel ist ja, soll ja jeder spielen können. Egal, ob man neu in Mario spielen ist oder ob man ein alter Hase ist. Es ist für jeden spielbar. Jeder kann die Hauptstory beenden. Für die alten Hasen, die können noch die 100% lösen, wenn sie wollen. Ich versuche es ja auch in diesem Let's Play. Es steht noch nicht ganz fest, ob ich die 100% mache. Aber wie ihr merkt, wahrscheinlich, ich strebe sie auf jeden Fall an. Habt ihr ja sicherlich gemerkt. So, hier ist das erste der vier Siegel. Dann schleudern wir so einen Korken auf diesen Oktopus. Ich glaube, der heißt Kunibert von Krack. Auweih, du willst die vier Fontänen wieder sprudeln lassen? Ich gebe das köstliche Edelwasser nicht kampflos her. Kampf kannst du haben.
Ja gut, und jetzt spuckt er Stachelbälle. Da gibt's hin. Da oben ist noch eine Plattform. Komme ich da eventuell mit einem Dreisprung hoch? Eins, zwei, drei. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich schnapp mir mal so eine, wie heißen die, Düsenkrake. Und dann fliege ich mal da hoch. Das dürfte ja klar gehen. Wo ist so eine Düsenkrake? Wo ist sie denn da vorne? Ist sie, halt, ist, war da auch eine? Nee. Nur ein Jeep, Jeep. So, komm her. So, hier. Und zack. Einmal Carbon. Und dann dürfte ich da bestimmt hochkommen. So. Ich versuche erstmal bis zu dem Wasser hier hinzukommen. Dann komme ich mal hier rüber. Dann dürfte ich von hier aus da hochkommen, nehme ich jetzt an. Jo, das klappt. Und hier ist Captain Toad. Ich wollte ganz hoch hinaus, um mir das Meer von ganz oben anzusehen. Ich bin bis hier hochgeklettert. Und du hast es auch hier rauf geschafft. Dafür möchte ich dir diesen Mond geben, den ich gefunden habe. Das freut mich natürlich auf jeden Fall. Ach ja, apropos Captain Toad, ich schau ein Let's Play von einem anderen YouTuber, Frittenfriseur. Findet ihr auch unter meinen angesagten Kanälen verlinkt. Der Let's Play das auch und ich schaue gerade das Let's Play nach, weil ich noch nicht so lange auf seinem Kanal aktiv bin. Und er hatte die Vermutung, dass ein Captain Toad Treasure Tracker 2 kommen könnte, weil hier so oft Captain Toad ist in Mario Odyssey. Könnte natürlich sein. Und fände ich geil. Ach ja, und Frittenfriseur, wenn du zuschaust, natürlich Grüße gehen raus an dich. Ich habe gesehen, er hat unter dem ersten Part kommentiert. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal diesen Bonusraum hier, ne? Mit den vielen Wolken. Ist ein Wolkenmeer. Ich glaube, so heißt es hier auch. Eine Wolkenmeer. Hier sind Münzen. Die nehme ich mir natürlich auch mit. Und hier sind wieder diese Stacheldinger. Keine Ahnung, ob die einen Namen haben. So. Jetzt hier erstmal runter. So. Da, aber die spawnen ja ziemlich schnell, spawnen die ja wieder. So, hier drüben ist auch ein geheimer Pfad, wenn man das so sagen darf. Und wer hätte es gedacht? Hier ist der geheime Mond dieses Bonusraums. Versunkener Schatz im Wolkenmeer. Genau. So, wo geht's weiter? Wahrscheinlich hier vorne, ne? So, und jetzt? Ach, hier drüben ist wieder so ein Teil, wo ich meine Mütze reinwerfen kann. Wow. So, und hier vorne ist auch schon Ende. Genau. Ganz easy eigentlich. Kann man nicht viel falsch machen, außer vielleicht runterfliegen, sich von den Gegnern treffen lassen oder von diesen Schallwellen. Keine Ahnung, wie heißt denn das? Schallwellen, diese Laser da. Aber sonst dürfte klar gehen. Und ich sehe schon, da drüben ist Dory. Dory, was geht? Ich finde ja ziemlich geil, dass darauf diese Schnecken sind hier in dieser Welt. Und ja, dass praktisch Dory der schwimmende Shop ist. Es gibt auch eine Dory in Lilla. Wo ist denn die andere Dory? Sehe ich sie? Ist auf jeden Fall auch hier in dieser Welt. Da hinten, seht ihr sie? Da hinten, ne? Seht ihr vielleicht. Auf jeden Fall, ich möchte mir eigentlich noch das Kostüm holen, das Piratenoutfit. Das können wir ja anziehen, bis wir lila Münzen haben. Ein paar mehr. Und dann können wir uns das eigentliche Outfit dieser Welt kaufen. Aber ich denke, Piratenoutfit passt jetzt auch mal ganz gut. Ihr seht schon in diesem Let's Play, ich wechsle dauernd mein Outfit. Ist ja langweilig, immer das Gleiche anzuhaben. Außerdem
Ich glaube, hier waren lila Münzen. Jawohl, da erinnere ich mich richtig. Ich glaube, die waren eine der letzten, die ich gefunden habe. Keine Ahnung, ich habe die irgendwie übersehen. Aber ich würde sagen, Leute, lasst uns auf jeden Fall erstmal diesen Mond hier holen. So. Und hier übers Wasser rennen. Die Noten einsammeln. Und hier drüben spawnt der Mond. So. Zack. Und dann haben wir, wie viel haben wir dann schon? 11, ne? Geht ja wahnsinnig schnell. Wir könnten ja schon wieder aus der Welt rausgehen dann. Hoppla, da habe ich mich treffen lassen. Ich wollte eigentlich nur die lilanen Muscheln hier drin holen. Und da drüben sind auch welche. Aber in dem Bereich hier werde ich mich noch ein anderes Mal genauer umschauen. Ich möchte erstmal mir wieder so eine Düsenkrake schnappen. Wo ist denn eine? Da hinten, ne? Oh, warte mal, dann aktiviere ich auch schon mal das nächste Siegel. Dann aktiviere ich auch schon mal das nächste Siegel. So. Komm mal her, liebe Düsenkrake. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Schaden. Nein, zum Glück nicht. So, hier aktiviere ich nochmal ein Siegel. Zack. Dann haben wir schon 2 von 4 Siegeln aktiviert. Aber dann, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da hinten, wo wir gerade waren, da ist noch, da gibt es noch was zu holen mit der Düsenkrake. Das mache ich noch in dem Part. So. Und dann ist der Part auch schon wieder gleich vorbei. Wahnsinn, wie schnell die Parts immer vergehen. Aber Odyssey, habe ich vielleicht schon öfters erwähnt, für mich, es ist das beste Game of all time. Für mich. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsspiel ist. Aber für mich ist es jetzt auf jeden Fall Super Mario Odyssey. Kann ich auf jeden Fall so sagen. So, hier sind auf jeden Fall auch wieder lilane Muscheln. Dann haben wir 21. Und hier ist wieder so ein Eingang. So, hier ist nämlich eine Huttür, ne? Und logischerweise, Huttüren führen uns immer zu einem Bonusraum. Ich glaube, das hier heißt irgendwie das enge Tal oder so. Ich glaube, irgendwie sowas. Irgendwie so hieß es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ihr seht schon, wir müssen mit der Düsenkrake hier von Insel zu Insel fliegen, wenn man das so sagen kann. So, pass auf. Und dann... Ich glaube, hier war es eng mit dem Wasser. Ich glaube, hier war es wirklich... Oh, scheiße. Okay, jetzt muss ich ein bisschen höher fliegen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wäre vielleicht echt nicht schlecht, wenn ich hier jetzt höher fliege. Und... Jawohl. 2. Versuch. Schatztruhe im Engeltal. Schade, dass es kein First Try war, aber naja, ich bin einfach ein bisschen zu tief geflogen, habt ihr ja gesehen. Aber Leute, dann würde ich sagen, wir haben wieder einige Monde gefunden in diesem Part. Ich glaube, wie viel haben wir denn gefunden? Wir hatten, am Anfang des Parts hatten wir, glaube ich, 3 Monde. Jetzt haben wir 14, also 11 Monde haben wir dann, glaube ich, in dem Part gefunden. Aber Leute, dann würde ich sagen... Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Och Menno, wenn es hier doch nur ein paar Blumen zum Umsorgen gäbe. Ja, wo war ich? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Aber dann danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.